Ich habe gehört, du zeigst neuerdings Verfilmungen unserer Geschichten auf YouTube. So mehr eine Sitcom. Findest du nicht gut? Kommt drauf an, was du zeigst. Nur Gutes. Nur Lügen! Alles Fake! Zum Beispiel? Zum Beispiel, dass ich ständig Sachen mitgehen lasse oder palettenweise Schnapspralinen fresse. Die Geschichten haben sich alle genau so ereignet, wie die Zuschauer sie sehen. Ich meine, ich filme ja immer direkt alles mit. Immer. Immer. Alles. Alles. Auch das jetzt? Auch das. Na, dann will ich deinem Publikum mal was verklickern. Also. Das schneide ich raus. So, das schneidest du jetzt raus. Jupp. Aber das lässt du jetzt hier wieder drin. Ja. Ist ja typisch. Wenn einer mal was Wichtiges sagt, dann wird ausgeblendet. Aber das Geschwafel läuft über alle Frequenzen. Jupp. Das könntest du mal drin lassen. Werde ich. Ein Mann, der was zu sagen hat und keine Zuhörer findet, ist schlimm dran. Noch schlimmer sind Zuhörer dran, die keinen finden, der ihm was zu sagen hat. Guter Spruch von dir? Nee, von Brecht. Der den Steppenwolf geschrieben hat? Nee, das war doch Böll. Aber gutes Buch. Ja. Hast du es gelesen? Nee. Du? Nee. Filmst du immer noch? Ja. Hör auf damit! Nö. Hör auf oder ich komme rüber und mach die Kameras kaputt. Ui, da habe ich aber. Jo Leute, ich wollte einfach nochmal kurz anmerken, auch wenn es schon am Anfang stand, das basiert natürlich nicht auf meiner Idee, sondern es basiert auf einer Szene aus einem der Bücher von Marco Wirkling, den Känguru-Chroniken. Und das wollte ich einfach nochmal kurz anmerken. Ich bin ein riesen Fan davon und ich habe einfach eine Szene, ein Kapitel sozusagen verfilmt. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann zeigt das doch gerne mit einem Daumen nach oben und einem Abo. Und dann würde ich sagen, war's das von mir. Man sieht sich. Ciao.